Ja. Ich weiß, ich sehe das ja. Mann, du Assi, ey. Ja, liebe Freunde, und dann herzlich willkommen bei Man of Medan. Wir wollen das jetzt einmal spielen und fangen an mit den ersten Folgen heute tatsächlich. An der Seite ist Frau Wengel die Peng. Auch bekannt als Nessie Weng. Genau. Und dann wollen wir mal schauen, wie das jetzt hier so funktionuckelt. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Let's play. Oh, ich muss hier was, ja, bla bla bla, ans Ende springen, ja, alles akzeptieren und ja, wir akzeptieren das alles. Und somit alles, hast ja. du deine Seele jetzt verkauft. Das ist nicht schlimm. Spiele nicht allein, spiele allein. Sind wir allein? Ich bin niemals allein. Oh mein Gott. Spiele nicht allein. An meiner Seite bin immer ich. Gemeinsame Story oder Filmabend? Okay, warte. Spiel die Story online mit einem anderen Freund. Gib dem DualShock Wireless Controller weiter und erleben die... Ah, okay, wir brauchen gar nicht zwei. Wir brauchen nur einen. Ja, dann machen wir Filmeabend. Filmabend, Entschuldigung. Ja, Filmabend. Aber das ist auch eine komische, ne? Gemeinsame Story heißt online spielen und Filmeabend heißt das... Okay, alles klar. Naja, dann machen wir das mal. So, wir wollen natürlich eine neue Story machen, weil wir noch gar nicht fortsetzen können. Warum das wohl so ist? Entsprechend spielen wir das Spiel blind. Das bedeutet, wir haben es weder vorher gesehen noch irgendwie vorher angezockt. Es sei denn, Nessie hat das gemacht, aber das wäre... Niemals, ne? Niemals, niemals. So, neue Story. Jetzt müssen wir einmal speichern... Nee, du musst auf zwei Spiele gehen. Nee, wieso? Man benennt sich hier um, Nessie. Ja, Entschuldigung. So. Obwohl. Dein Name soll natürlich geschrien werden. Genau. Ach, machen wir mal groß, ja, komm. Was? Nein. So. Ja. So, machen wir mal Nessie. Ja, genau, zwei, ne? Genau, das sind wir. Ich denke mal, wir sind doch nur zu zweit. Ja. Da siehst du hier noch jemand anderen auf dem Sofa sitzen. Na, also bitte, kannst du mal fragen, ob Penny mitspielen will? Penny, mein möchtest du mitspielen? Sind wir ready? Ja, ne? Ja. Dann wollen wir loslegen. Oh. Daniel, möchtest du nicht Julia sein? Und ich bin dann Romeo. Achso, wir dürfen uns jetzt hier Charakter auswählen. Jeder Spieler muss mindestens ein Charakter zugewiesen sein und alle Charaktere müssten zugewiesen sein. Das ist aber tolles Deutsch irgendwo. Warte mal. Nochmal, jeder Spieler muss mindestens einem Charakter zugewiesen sein und alle Charaktere müssten zugewiesen sein. Ja, zum Beispiel, wenn es fünf Charaktere gibt, dann nimmst du drei und ich zwei. Der Satz für mich ist aber so komisch. Ja, vielleicht haben die ein Komma vergessen oder so. So, okay. Okay, also warte mal, wie viele haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jeder, also einer von uns muss 3 nehmen und der andere 2. Xing Shang Chong, wer 3 nehmen muss? Ja, komm. Also warte mal, ja gut, wer muss 3 nehmen, der Verlierer oder der Gewinner? Der Gewinner. Okay. Xing Shang Chong. Was ist das denn? Stein. Achso. Ja, guck, mein Daumen guckt da oben her, sorry. Das ist schon so, ich hab gewonnen. Okay, 3. Also ich nehme Alex. Ich nehme... Der sieht mir ein bisschen langweilig aus. Ja, komm, ich nehme Julia.
Und ich nehme Konrad. Das heißt, du musst die beiden anderen nehmen. Na gut. Na gut, die Dings wollte ich sowieso. Ist in Ordnung. Was ist los? So. Jetzt spielst du. So. So, genau. Hä? Wieso habe ich jetzt vier? Der eine ist doch gesperrt. Warum auch immer. Bei mir stehen ja zwei. Mhm. Warte mal, wir zählen nochmal. Eins, zwei, drei. Wir stehen hier zweimal, Alex. Achso. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Ne, fünf sind das, ja. Fünf. Du kannst ja auch nur stehen nur von ja, eins ist bis ja, fünf ist ja Spielern. Gut. So. Spiel starten. Ready. So, meine Damen und Herren, jetzt hören Sie Zwischenwerbung von Astronessi. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind auch schon alle in mir drin. Nicht nur meine Stimmung ist dehnbar. Übel. Daniel, meine du bist dran. Meine Zehen übrigens auch. Daniel, du bist dran. Okay. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. 你能搏斗吗，勇士？ Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Okay, jetzt müssen wir hier offensichtlich eine Antwort vorgeben. Okay, nichts sagen, neugierig zweifeln. Werde ich reich? Was wird aus meinem Sohn? Da wollen wir natürlich mal eher neugierig sein, was wird aus meinem Sohn, ne? Benutze er zur Auswahl, genau. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Oder wird er die Knastschlampe? Also vor allen Dingen ist es ja so jetzt so ein bisschen wie Astro TV. Ne? Wir freuen uns auch über einen Euro auf den Teller. So, also nehme ich den Drachenstein oder den Bambusstein? Ich werde Bambusstein nehmen. Ja, komm, nehmen wir mal den Bambusstein. Das sieht aus wie ein Fisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich gucke lieber noch mal dreimal hin, ob das auch... Ja. Ist.
当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 Tod? Was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, komm, lass mich nicht. Na, jetzt sieht man auch zum Beispiel da oben stand jetzt, man kann das angucken, er ist unvorsichtig, egoistisch, selbstlos und unsicher. Das ist wie bei Until Dawn, nur eben soll man hier wohl angeblich nicht so große Entscheidungsfreiheit haben wie bei Until Dawn. Na gut, das Spiel kostet doch nur 30 Euro, ne? Also, ja, aber... Wir wollen uns das auf jeden Fall mal angucken und gut ist auf jeden Fall auch, dass das, was der Wahrsager gesagt hat, überhaupt nichts mit dem Sohn zu tun hat. Dein Schicksal und Tod und Verderben und überhaupt, ne? Ich, ja. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Im Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Wort? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Wahrscheinlich. Okay. Toll. Oh, was? Achso. Was ist denn für eine abgefuckte Armatur, ey? Wieso? Das wird immer schneller. Ah nee, komm schon. Oh, ernsthaft jetzt? Ja, jetzt bin ich hier wohl der Karate-Meister. Da guckst du. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir starten hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Was hat das jetzt gebracht? Ja, okay, das war jetzt an so einer Art Tutorial, aber... Naja, man hat eine Trophäe bekommen. Wahnsinn. Na, wenn das Ding jetzt nicht mal runterkracht, dann weiß ich auch nicht. Komisch, du. Wenn das Ding aufgeht, muss auf jeden Fall erstmal Kontakt zum Reinigungspersonal hergestellt werden. Hier hast du zwei Pfandflaschen. Für 50 Cent wird man blau geschlagen. Sobald ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut stutzbetrunken. Er kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Ich werde wohl jetzt das Reinigungspersonal rufen.
die Krankenstation. Ich glaube, hier wird gleich Kontakt zu einer Krankenschwester hergestellt. Okay, hier haben wir auf jeden Fall nicht so viel Bewegungsfreiheit. Das wird wohl sein Sohn sein. An Papa, komm bald zurück. Okay, da kann man... Ach, das ist wohl so eine Art Kühlschrank, ne? Ja, oder Medizinschrank. Erstmal so ein... Oh, das alles nur wegen 50 Cent. Schnapp dir... Was ist das, ein iPhone? Nee, Notizbuch. Nee. Oh mein Gott. Nenn den mal lieber mit, egal was das ist. Guck mal, kannst du auch das Notizbuch mitnehmen oder so? Nee. Mund-zu-Mund-Beatmung, los. Boah. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht rausgekommen. Okay, die Sicht ist wieder extrem eingeschränkt. Da komme ich wohl nicht weiter. Kannst du nach links? Oder ist das? Vielleicht nach rechts kann ich wohl nicht. Ne, da ist auch eine Wand, okay. Ja. War da Blut auf dem Boden oder was? Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Hol mich nicht hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört. Und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. In Zweiergruppen bitte Hand in Hand. Kann ich da vorne nochmal reingehen? Ja, cool. Da liegt noch was. Mhm. Private Charles Anderson legte mir außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, dass sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt, okay? Private Anderson stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhafteten Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. Also vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, ne? 10 Tage Haft bewilligt. In der Öffentlichkeit auf Marineschiff geprügelt. Also voll die Öffentlichkeit. Oder an der Wand. Hier ist noch was. Ach du meine Fresse. Sollen wir uns das alles durchlesen? Ja, natürlich. Brickwoche 27. Montag. Arthur Miller. Privat, weiß was ich. Diebstahl ein Tag. Haft in Millers Spind wurden persönliche Gegenstände eines vorgesetzten Offiziers gefunden. Gegenstände sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Die Nessie, erzählt mal, was Mittwoch passiert ist. Mittwoch. David Davis. Unbefugter Zutritt. 2 Tage Haft, hielt sich ohne Zutrittsbefugnis in Frachtraum 3A auf. Ich kann nicht lesen, meine Brille. Achso, eklatante Missachtung vom Befehl. Die Netzi hat leider ihre Brille nicht dabei, sorry. Freitag. Louis Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. 1 Tag Haft, war während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, 1 Tag Haft, war während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Das ist komisch gemacht, weil die müssten mal irgendwo so einen Punkt machen oder so, damit man weiß, wo das denn aufhört.
Achso, ich glaube, da war noch was hinten drauf. Nochmal schauen. Ach, oh Gott. Samstag, Charles Anderson, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Schlägerei. 10 Tage Haft. War während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Also irgendwie... Saufen sie da alle nur. Ja, und das hört sich alles gleich an. Joseph Roberts, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Schlägerei, 10 Tage Haft. War während des Landgangs bla 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 bla, unangemessenes Verhalten. Wurde vor Haftantritt zwecks Behandlung auf die Krankenstation verlegt. Also überall das gleiche, bla 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 bla. An der Wand war noch was. Mhm. Ich guck da gleich nochmal, hier ist auch noch was. Oh. Hat da wohl jemand gegen gegöbelt. Das sieht vor aus wie, Trunkenheit. Das sieht ja aus wie Blut. Oh. Das hier sieht aus wie eine Zelle oder so. Hier kann ich wohl nichts machen. Okay. Da brauchen wir einen Code oder sowas. Das hatten wir schon, ja. Alles klar, dann gehen wir erstmal wieder rot. Oh, schöne Lampe. Ich bin gespannt, wann wir die Charaktere wechseln müssen. Ah, okay. Jetzt muss ich gleich drücken. Okay. Was wäre wohl passiert, wenn du verkackt hättest? Da hätte er mir die Pistole vielleicht sonst wohin gesteckt. Was war das? Und das hat der andere jetzt nicht gesehen, oder was? Keine Ahnung. Er steht da. Ja, aber geh mal geradeaus. Ja, ich wollte auch erstmal sagen, erstmal geradeaus gehen, bevor man jetzt hier geht. Da blinkt auch noch was. Kannst du das da irgendwie am Stromkasten? Oder was das da sein soll? Nee, hier ist nichts. Und da vorne blinkt noch was bei der Tür. Hey, Charlie, hilf mal! Okay. Jetzt haben wir die andere Tür aber noch nicht überprüft. Können wir gleich wieder zurück? Denk mal ja, ne? Ich hoffe. Vielleicht kannst du ihn sogar noch überprüfen. Nee, ich komme nicht mehr zurück. Schade. Mist. Seine Hand ist ein bisschen versteinert, ne? Kannst du die Tür nicht aufmachen? Nee, ne? Die sah mir aber auch schon so aus, als ob die nicht zu öffnen ist.
Hä? Wo geht's denn lang? Ich glaube, du musst da längs. Ist ein Durchgang oder nicht? Nee, von da sind wir ja gekommen. Nee, ich mein... Hä? Nee, wenn du jetzt da gerade durchgehst, ist auch ein Durchgang. Ah, das ist keine Tür, das ist ein Durchgang, oh. Geil. Okay, L1, um schneller zu gehen. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chucky. Bin ich der Einzige? Oh Gott, jetzt bin ich auf Haken, Alter. Hast du den Jungen da gesehen? Hey, bist du okay? Aber hinter dir, geh mal hinter dir. Dreh dich mal um. Beim Truck, also weiter nach hinten gehen. In die andere Richtung. Ich glaube, da hat was geblinkt. Oder nicht? Nee. Nee? Hm. Da liegt jemand. Charlie, komm mal her. Da liegen mehrere. Kommen jetzt die Ladies? Ich habe irgendwie einen Frauenschrei, glaube ich, gehört. Oh, oh. Ah, fragt sich nur, welche Lady, ne? Mhm. Lady. Lady Di. Nicht sein Sohn? Ich hab jetzt einfach mal nicht geschossen. Ich glaube, der erste Charakter ist tot. Krass. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich gleich tot bin. Ja, und somit spielst du nur noch zwei. Das ist ja krass, dass er erst gleich tot ist. Heftig. Padre sed fili et spiritus santi. Boah.
Bisschen wie Medusa, ne? Wahrscheinlich. Verstandet ja auch irgendwie immer alle, wenn man sie anschaut. Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen damit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos.
Oh, Nessie. Oh, jetzt bin ich wohl gleich an der Reihe. Ja. Oh Mann, oh Mann. Aber ich muss zum Intro, möchte ich gerne nochmal sagen, ich fand das echt mega gut gemacht. Also die Musik finde ich echt Ich muss ganz toll ehrlich, und auch interessant gestaltet. ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dieses Intro hat mich eher an eine Serie erinnert, anstatt an irgendwie so einen Film oder so, ne? Ja, aber es ist ja irgendwie halt so, dass du so halt wie einen Film Das spielst. könnte sowas sein wie zum Beispiel sowas, so eine Horrorserie, die aber auch mit einem Detektiv zu tun hat, weil der Ja. Typ, der da durchgelaufen ist, war ganz offensichtlich eher so detektivmäßig drauf, ne? So das Rockige, ja, muss man sich daran Ja, es war gewöhnen, aber ne? rockig Mystery, so fand ich Ja, so so, ein bisschen, ne? ne? Rocky Mysterium ist ein neues Genre oder so, weiß man nicht, ne? Ja, liebe Freunde, in der nächsten Folge seht ihr dann, was Nessie so treibt und fleucht und überhaupt, ne? Nessie Wang ist in der nächsten Folge dran, seid gespannt. Sie ist auch gespannt. Oh ja, wie ein Wie ein Flitzebogen. Flitzebogen. Und Wie ein dann. Schnitzel in der Pfanne. Und nicht vergessen, legt uns 1 Euro auf den Teller. Vielen Dank. Bis Genau, bis dann. zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Tschüss. Thank you.